Mensch und Maschine. Nähern tut uns aber das Menschliche. Deshalb bekennen sich immer mehr Unternehmer zu einer Ökonomie der Menschlichkeit, einer Wirtschaft, die uns allen dient. Also wenn damit gemeint ist, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt, dann bin ich ein entschlossener Fan der Ökonomie der Menschlichkeit. Wir bauen heute eigentlich schlechter, als es unsere Vorfahren getan haben, obwohl wir die besseren technischen Möglichkeiten hätten oder haben und natürlich auch ganz anderes wirtschaftliches Potenzial. Ja, wichtig wäre generell, die Verantwortung wieder in die Hand zu nehmen, nicht die Gewinnmaximierung, sondern den Menschen und seine Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt des Bauen zu stellen. Natürlich muss Gewinn gemacht werden, aber es geht einfach immer um die Verteilung. Und also ich habe also eine Theorie aufgestellt, wo ich sage, legen wir das Hamsterrad um, dann liegt das Radl am Boden und dann sind wir in der Kreislaufwirtschaft. Also was wirklich uns Freude, Leichtigkeit und Erfolg bringt, ist das, wenn wir für die Menschen wirtschaften. In allen Richtungen. Das hat mit Bio zu tun, das hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Da fällt alles hinein. Und wir sind alle miteinander glücklich, in der Liebe zu leben. Und ich glaube, das ist das Ziel und das suchen wir auf Erden. Grüß euch, ich bin der Weiß Christian von der Firma Weiß in Flochau im schönen Bundesland Salzburg. Wir sind ein Familienunternehmen, das seit Generationen in der Holzverarbeitung tätig ist. Die Holzverarbeitung ist uns in die Wiege gelegt und bedingt automatisch das Thema Nachhaltigkeit. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dass wir unseren Planeten ein Stück besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Wir haben nur diese eine Erde und wir müssen mit den Ressourcen behutsam umgehen, weil es nach uns auch andere Generationen gibt. Und ich möchte ein gutes Vorbild sein. Wenn man zum Beispiel den Begriff Nachhaltigkeit wirklich die Definition hernimmt, dann basiert die nicht, wie viele denken, nur auf dem Ökologischen, sondern Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und Soziales ist ja eigentlich die Menschlichkeit. Also das eine befruchtet das andere und es ist ein Ganzes. Zusammenarbeit mit regionalen Bauern, mit regionalen Handwerkern, wichtig unsere Mitarbeiter, die natürlich im Mittelpunkt stehen und mit denen wir gemeinsam unsere Erfolge feiern können, gemeinsam unsere Arbeit umsetzen und zufriedene Kunden zurücklassen und nicht nur zurücklassen, sondern auch wieder mitnehmen. Ja, was ist für mich Ökonomie der Menschlichkeit? Das beginnt einfach beim Menschsein. Wer bin ich? Was macht mich aus mit allem, was dazu gehört? Aus dem heraus handle ich verantwortungsvoll, in Freiheit, in Leichtigkeit, in Lebensfreude und in Vertrauen.